Aber ganz ehrlich, bei den Haufen an Leichen, die sie da angesammelt haben, haben die es echt verdient. Was war ich beinahe unter meiner Würde? Ja, sammeln wir mal auf, was wir wieder gedroppt haben. Oh, Schutz vor dem Bösen. Eine lernfähige Kugel. Moment mal, die lernfähige Kugel hast du, glaube ich, nicht lernen können. Doch, hast du. Und Schutz vor dem Bösen haben wir, glaube ich, auch schon. Ja. So, die Sachen können wir weg. Dass sie mein Inventar nicht vollmüllen. Tun wir hier mal wieder Schleuderkugeln rein. Immolen Pfeile. Ja, bevor wir uns da auf den Weg nach Beregost machen, werden wir auf jeden Fall nochmal beim Händler in Naschke vorbeigucken müssen und wahrscheinlich auch mal mit einer Leiche im Bett schlafen müssen. Oder wir packen den toten Samuel einfach in den Kleiderschrank. Weil bis zum freundlichen Abend durchrennen, das können wir auch vergessen. Eure Ehrlichkeit ist erfrischend, aber etwas Taktgefühl täte auch ganz gut. Zu wem auch immer er das jetzt gerade gesagt hat. Vielleicht zu Minsk? Das könnte ich mir vorstellen. Minsk hat nämlich ein bisschen wenig Taktgefühl mit seiner groben Art. Aber gut. Gucken wir mal weiter. Hier unten wollte ich ja noch lang gucken. Ja, Hira geht vor. Tülülülülü. Der da sucht Samuel nämlich. Da sollten wir einfach mal unauffällig dran vorbeigehen. Wir könnten ihm natürlich jetzt auch Samuels Leiche einfach geben. Das ist aber nicht das, was wir versprochen hatten. So, und diese Felswand hier. Hier irgendwo war das, glaube ich. Hier irgendwo an der Felswand müsste was ver... Oh, Winterwolf? Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Wow. Oder noch ein Stück weiter hinten. So, jetzt erstmal den Winterwolf loswerden. Dann gucken wir uns. Hier oben war ich noch nicht ganz fertig. Ah. Ja? Oh, wir haben ein Level up. Was wollt ihr? Also Talisa hat ein Level up. Eine Stufe höher, 52 Punkte. Jawohl. Nichts. Was? Gut. Und einen Winterwolfpilz. Ja. So. Quick Save zur Sicherheit. Und dann gucken wir mal kurz hier unten. Fertig. Aufdecken. Jawohl. Hier ist nichts. Und hier geht's nicht weiter. Okay. Na, dort können wir nur rumlaufen. Ich war mir sicher, hier war irgendwo was versteckt. Hä? Hier ist aber nichts. Hier hinter dem Baum ist, glaube ich, auch nichts. Da genau. Also doch hier an dieser Felsspalte. Du bist jung, ich hab genug davon. Dieses Mal ist immerhin auf was Glänzendes aufmerksam geworden. Und das würde sie sich gerne ansehen.
Genau. Ein Ring und zwei Edelsteine. Was für ein Ring das ist, wissen wir noch nicht. Den haben wir noch nicht identifiziert. So, jetzt müssen wir wieder da rumlaufen. So, da haben wir ein Stück. Gucken wir, wer das mal ins Inventar. Wir haben zwei Winterwolfpelze. Kalid hat einen Haufen Ausbeute. Minsk hat auch ziemlich viel Ausbeute. Gib das mal zu Minsk, während wir unterwegs sind. Du musst die beiden identifizieren. Die beiden Sachen. Kriegst du aber die Schriftrolle von Charakter zu weit entfernt. Wo sind die jetzt schon wieder alle verstreut? Ja. Ganz toll. Und Samuels Leiche wiegt viel zu viel. Die wiegt über 100 LBS. Also über 100 Pfund. LBS sind Pfund übrigens. Also amerikanische Pfund. Also ein LBS sind 454 Gramm, wenn man es genau wissen will. Da kann zum Beispiel Imoen mit ihren 50 LBS nicht gerade viel tragen. Selbst Dünner hier kann mehr tragen, weil die einen zwei Stärkepunkte mehr hat als Imoen. Ich glaube, Imoen kriegt sogar einen Abzug, weil sie unter 10 ist. An Stärkepunkten. Ist aber halb so wild. Immer noch zu weit entfernt. Wo streuen die rum? Ach, da hinten immer noch. Naja gut, wer die hier langsam näher kommt, die gute Dünner hier, können wir uns hier weiter umgucken. Ja, wir hören hier Felsen rasseln. Hier ist alles zerklüftet. Hier kann man sich kaum fortbewegen, ohne sich die Haxen zu brechen. Sollten wir etwas vorsichtig sein? Oh, ein kleiner See. Wie schön. Und das war's auch schon. Hm. Hätten wir 7 Meilenstiefel gehabt, hätten wir das schneller hinter uns bringen können. Dann geht's jetzt halt wieder hier nach Norden. Und damit haben wir das Gebiet südlich von Am, die Gebiete in Am abgeschlossen. Sehr schön. Dann heißt es jetzt zurück nach Nashkel, Zeug verkaufen, die Leiche verstecken. Dann gehen wir die beiden Gebiete nördlich von Nashkel kurz ab und gehen da direkt durch zum freundlichen Arm. Und bringen dem der Priesterin dort die den toten Samuel, dass die sich um ihn kümmern kann. Wer fehlt mal wieder? Khalid. Ja, Khalid, komm, Khalid. Das Gebiet ist auch erkundet und sieht auch ziemlich beeindruckend aus. Vor allem hier mit dem kleinen See hier und ein paar Bäumen. Und auf jeden Fall sieht es schöner aus, das Gebiet, als die Steppe von gerade eben. Vor allem etwas angenehmer. Keine Untoten, keine Meuchelmörder. Übrigens beweisen die Meuchelmörder wohl, dass Tatzok und immer noch nicht weiß, was vor sich geht. Also er hat, doch, er müsste es eigentlich mittlerweile wissen. Aber vielleicht hofft er, dass uns die Meuchelmörder jetzt endlich ausgeschaltet haben. So, das heißt ab nach Nashkel. You have been waylaid by enemies and must defend yourself. Was immer ihr braucht. Ich hab genug davon. Ein Halborg. Ja, du hast Asthma oder sowas in der Richtung. Deswegen bist du jetzt auch tot. Was? Euer Leben liegt in meiner Hand. Ja? So. Ein paar Kreischlinge und ein Halbogerboxen.
Ja? Halbbrücker sind übrigens etwas... sind dezent gefährlicher als normale Uker. Als Onkrillions. Vor allem, weil sie bewaffnet sind. So. Das Geld nehmen wir, das Gold nehmen wir mit, weil wir sind immer noch ein bisschen knapp bei Kasse, muss ich ehrlich sagen. Man kann es ja mal versuchen. So. Was wollt ihr? Gut. So. Nichts leichter als das. Und raus hier. Na, you have been waylaid by enemies and must defend yourself. Nochmal? Aber jetzt mitten in der Pampa. Ihr habt eine Aufzug so gut wie erledigt. Ja, beinahe unter meiner Würde. Wenn niemand besser geeignet ist. Das ist ja ein komischer Kauz. Und es tauchen noch Kreischlinge auf. Ja. Aua. Der eine scheint einen Bogen gehabt zu haben. Okay. Das war interessant. Aber sie haben wenigstens noch etwas Gold dabei. Ja, o allgegenwärtige Autoritätsperson. Du hast etwas Schmuck. Du hast auch etwas Schmuck. Gold. Schmuck und Pfeile. Genau, Pfeile für Imoen. Brauchen wir ihr wenigstens noch keine Pfeile kaufen. Ja, beinahe unter meiner Würde. Ihr habt für die Gruppe. Bisschen Geld. Noch ein Edelstein. Noch ein bisschen Geld. Noch mehr Geld. Noch mehr Geld. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Magie verlangt einen wachen Geist. Ich brauche Schlaf. Ja, kriegst du demnächst. Ich muss eine Gut. So, wir sind nämlich angekommen in Nashkel. Oh, nach einer Rast kann ich viel klarer denken. Wollen wir nicht anhalten? Ich habe den ganzen Tag schon genug geschuftet, Sklaventreiber. Ja, ist ja gut. Ich bin ein bisschen müde. Es wird nur noch Talisa, die sich beschwert. Schlaf. Genau. Aber wir gehen erstmal kurz zum Händler. Sachen verkaufen. Und dann gucken wir weiter. Ich sollte vorher ein Quicksave machen, falls das Spiel wieder abschmiert. Beinahe unter meiner Würde. Aber nein, das hat gehalten. Schlecht. Kein Wunder bei der Eisenknappheit. Ein Fell. Der Kunde. Noch ein Fell. Meine Preise sind die besten südlich von Tiefwasser. Also, den Toten können wir schon mal nicht verkaufen. Das wäre auch etwas makaber gewesen. So, aber wir können alles andere, was vor allem Khalid mit sich rumschleppt. Außer dem violetten Trank. Verkaufen. Wir können die Panzer verkaufen, das Kettenhemd. Die Lederrüstung ist einiges wert. Schlange Wederwams. So. Gut. Du trägst nur das mit dir rum, was wir verkaufen können. Jetzt haben wir echt Geld. So, du 2 Sticks Pfeile. Und du 4 Sticks Schleuderkugeln. So. Und auch wenn es was kostet, identifizier mal das hier bitte. Widerstand gegen Feuer. Feuerschutzring. Batalistas Ausweis. Der große Magier Batalista hatte diesen Gegenstand eigentlich als Hilfsmittel bei seinen Reisen in der Feuerebene vorgesehen.
Und es ist überliefert, dass er öfter einen Salamander aus diesem Reich herbeirief, der ihm bei der Erschaffung des Ringes helfen sollte. Da Salamander nicht gerade für ihre Geduld berühmt sind, hätte er seinen Ratgeber vielleicht nicht ganz so oft behelligen sollen. Der Finger mit dem fertigen Riemen blieb bei dem Inferno, das seinen Turm zerstörte, tatsächlich unversehrt. Ballista wäre es aber sicher besser gegangen, wenn der Finger noch zu seiner Hand gehört hätte.